Ja, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro 2033, goddammit. Wo muss Papa denn eigentlich hin? Hey, Bitch. Wo muss Papa jetzt hin? Ich häng fest. Nee, gar nicht. Goddammit. Ich hab keinen Plan, wo ich genau hin muss. Oh, goddammit. Yes, ich bin drin. Glaube ich, bin ich. Brauche ich echt eine neue Gasmaske, ne? Komme ich da rein? Nö. Ich da rein, aber nicht. Mich zu Tode erschreckt. Sorry, tut mir bin leid. Froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Ach Quatsch, ich doch nicht. Wir sind fast da, nur noch einen Hof weiter. Gibt's hier noch irgendwo was? Lass uns weitergehen. Scheiße, kannst du sie hören? Jo. Lass uns ein Stück zurückfahren. Komm her, Bitch. Du nimmst den Rechter. Nice. Hier ist keine gelben Schnecke.
Nice work. Oh shit. Wo bist du denn? Au. Jesus. Also die Dämonen verstehen echt keinen Spaß. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Burton behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drin, wir sind gut. Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Das ist die verdammte Zugluft.
Ich hätte vielleicht die AK erstmal weglegen sollen. Hey. Tum 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 tum. Scheiße, ich habe das jetzt. Kann ich das denn lesen? Verflucht. Egal. Was hast du denn für ein Problem? Quelle, du hast den Mist nicht essen. Ich hab's trotzdem getan. Oh. Du Idiot. Dann bin ich eben ein Idiot. Oh. Der Schmerz bringt mich. Also gib mir meine Seele. Bin gleich wieder da. Mach dir die Hose nicht voll. Oh shit! Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er da drin ist. Mm-hmm.
niemand hier, wie es scheint. Das Miststück hier ist. Nein, nicht hier. Nicht hier. Such das Miststück. Kommst du hier rein oder kommst du hier nicht rein? Glaube ich nicht. Die sind relativ in der Nähe. Verfliegst. Hä? In Ordnung, Jungs. Rücken wir ab. Schön langsam. Nichts. Schwein. Glaube ich nicht, Jungs. Mann verletzt! Scheiße, ich bin getroffen. Oh, I will. Muss ich ein bisschen aufpassen, was ich hier tue. Deswegen rede ich hier gerade sehr, sehr vorsichtig. Da vorne ist was. What the f- Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Anschon. Such
Kein Speicherpunkt oder sonst irgendwas in dieser Richtung. Okay, wir sind eigentlich relativ gut aufgestellt, Leute. Das aus. Alright. Das geht aus. Ich guck mal kurz, ob in dieser Richtung noch irgendwas ist. Dann müssten wir es eigentlich geschafft haben, oder? Hey, was haben wir denn hier? Alright. Oh, Medipack, jawohl. Hey, hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt haben? Nein, wer war es denn? Bourbon. Verdammt, kaum zu glauben. Woher nimmt er den Mumm? Dieses Arschloch von Bourbon meint, er könnte einfach einen Drink mit dem Boss nehmen und alles ist cool. Naja, mit dem alten Boss wäre das vielleicht gegangen. Hey, was? Ich sollte besser mal nachschauen. Alarm! Sie sind hier! Verdammt!
Come here, you son of a bitch. Guck mal, er hat keinen Plan, dass ich überhaupt komme. Hä? Nimm mal mehr in die Richtung. Hey, war doch noch einer. Oder bin ich jetzt komplett crazy? Gebracht, Bastard! Antworte, du Mistkerl! Sonst erschieße ich dich! Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Idiot! Wer zum Teufel! Oh. What the hell? Bourbon? Oh mein Gott! Die haben mich umgebracht, ihr Schweine! Wissen das? Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ist das? Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Es scheint, dass Männer wie Bourbon mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, am Abgrund zu wandeln, riskieren jeden Tag alles. Und sie glauben, das ewig durchzuhalten. Aber den Tod kann man nicht betrügen. Wenn man es sich zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandeln, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das alles? Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinem Tod schuld bin. Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre, weil er das Schicksal selbst so ausgewählt hat. Nein, ich mache das, um diese kleine Stimme in meinem Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können, dass ich sein Leben irgendwie hätte ändern können. Immerhin war er ein ziemlich bösartiger Mann. Nie sind wir es selbst. Es ist immer die Welt, in der wir leben. Und mit welchem Recht kann überhaupt über ihn urteilen, so rum. So. Ah, das ist Munition. Perfekt. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, Bro. I'm sorry for you. Gibt's hier gar nichts mehr? Oh shit, ich hau ab. I think hier gibt's gar nichts mehr. So, wir hauen ab. Eine kluge Entscheidung. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. So, liebe Leute, ich mache mal hier einen Folgenberg. Wir sehen uns jetzt im nächsten Part von Metro 2033. Bis dahin, haut rein und tschüss.